Und willkommen zum neuen Paris Bay Mario Sport Superstars. Ich hoffe, ihr freut euch drauf auf eine neue Party von Mario Sport Superstars. Let's go now. Let's go. Let's go now, genau, let's go. Ich freue mich auf jeden Fall auch drauf auf einer neuen Runde hier in Super Mario oder Super Mario Sport, wie auch immer. Ich freue mich drauf. Heute machen wir weiter mit den Reiten und ja, let's go. Haben wir letztes Mal auch aufgehört. Das habt ihr ja schlecht gesehen. Na gut. Wir spielen eine Runde. Ne, das tut mir leid. Lokal wollte ich nicht spielen. Ich wollte einfach ganz gemütlich den Stall besichtigen. Nicht anders. Nichts anderes. Nichts anderes. So, was soll's. Jetzt nehmen wir einfach mal die hier mal in der Hand und streichen wir mal sie hier. Wir streichen mal die Frau. Die Frau hier. Ich weiß, dass wir schon hier hingehen können. Ich weiß das schon. Ja, weiß ich. Ups. Ja. Was hält das denn hier nicht, ey? Was hält das denn nicht? Machen wir immer so. So ist besser. So ist vielleicht besser für mich, genau. Da kann ich auch besser sehen, genau. Und da könnt ihr auch ganz gut sehen, denke ich mal. So. Dein Fern verlangt mal eine kleine Pause. Ja, ja, alles gut. Machen wir später jetzt noch nicht mehr. Nur ist halt nicht mehr. Du kannst gleich eine Pause machen. Ich möchte erstmal ein bisschen streicheln. So. Pony, Pony, Pony. Erstmal das Pony streicheln hier. Yeah. Kann man auch zweideutig verstehen, aber was soll's. Aber nicht ekelhaft. Ganz, ganz normal zweideutig. So. Hier. Das Gras. In fein. Gib ich dir mal, Schatz. Komm, du bist knuffig. Und der Part ist auch ein bisschen länger, denke ich mal. Diesmal doch, der ist länger, diesmal. Also könnt ihr euch auch drauf freuen. Der Part länger und ja. Es wird geil, Baby You. So. Einfach hier mal streicheln. So. Nochmal, oder? Ja, einmal reicht noch dann. Dann habe ich auch genug gemacht. Ja, siehst du. Jetzt möchte er nicht mehr gestreichelt werden. Da hat er am Touchscreen bereits gerade gesagt. Ja, das weiß ich schon, habe ich schon vorgelesen vorhin, deswegen. Oder auch im letzten Part, was soll's. Und das habe ich noch nicht vorgelesen hier. Mit einem Hengst kennst du dich zum Beispiel anderer Kopfschmuck oder anderer Sättel ergattern, als wenn du ein Studio reitest. Oh, okay. Was für ein Zaumzeug es zu entdecken gibt, hängt wieder davon ab, ob du ein ausgewogenes, ein agiles oder ein schnelles oder ein kraftvolles Pferd reitest. Ah, okay. Ja, ich kümmere mich sehr gut. So, jetzt sind wir hier auf der Overworld. Sag ich mal so. Das ist auch so toll gemacht, einfach nur so geil gemacht in diesem Game auf jeden Fall. Na gut. Weiter geht's, komm. Man kann auch die Kamera auch bewegen, finde ich auch ganz toll eigentlich doch. Ja, weiter geht's. Trottel mach! Danke. Also es reitet glaube ich automatisch, wenn ich in die Irre doch. Ist ja toll gemacht, finde ich. Super, super, super toll gemacht. Und was ist denn hier? Hier haben wir was gefunden. Was hat denn Twin? Ah, Geld. 200. Da habt ihr es gesehen, Leute, genau. Ach, so eine schöne Musik. Und ja, ist einfach alles so toll gemacht. Und wie ihr seht, ich habe ganz viel gespart. Genau, Leute, ist richtig. Ich habe ganz viel gespart, Leute, ist richtig. Ich habe 15.000 jetzt schon, glaube ich, von den Münzen hier diesen Game schon sehr viel, aber was soll's. So.
Ja, ganz toll. Und jetzt will ich auch eigentlich mal rausgehen hier aus der Bude und ja, mal ein bisschen reiten gehen, sonst ist es ja auch zu langweilig. So hier sind wir richtig hier. In der Seitenwelle. Let's go. Diesmal ist hoffentlich alles besser als beim letzten Mal. Wir reiten diesmal anders, wie ihr seht, genau. Vielleicht bin ich diesmal so besser, aber ich glaube eher nicht. Naja, gut. Aber wie gesagt, ist ja toll gemacht, auf jeden Fall. So, let's go. Weiter geht's. Jo. Über Kriffel raten, wer möchte. Okay, ich glaub schon. Das müsste genügen für uns heute. Fürs heutige Mal. Und haben was bekommen. Gras und frisches Weizenmehl. So. Sehr nice. Freut mich. Ist so eine tolle Musik. Und ja, ich liebe die Musik einfach nur. Die ist so gut. Hier in diesem Stall. So, und jetzt würde ich sagen, reicht auch mal im Stall rum so feuchten, fuchteln, was auch immer. Jetzt spielen wir mal was anderes. Nämlich Baseball. Das habe ich noch gar nicht gespielt. Deswegen gucken wir uns gleich mal an, was es für eine Sportart ist. Als Pitcher. Nee, komm, machen wir so. Oder? Ja, komm, machen wir so. Als Pitcher versuchst du den Ball zu werfen, dass der Schlagmann ihn nicht so leicht schlagen kann. Bewege mit Hilfe von Skipad das Zielrad nach links, rechts, um eine bestimmte Stelle anzusovisieren. Ja, gut. Jo, seh schon. Ich sehe schon. Okay. Als Pitcher versuchst du den Ball so zu werfen, dass der Schlagmann ihn nicht so leicht schlagen kann. Bewegen wir hier von können wir schauen, glaube ich. Jetzt schlagen. Ah, okay. Ist egal, jetzt wir schaffen das schon. Ich glaube, wir haben es auch verstanden. Doch, haben wir bestimmt verstanden. Wir müssen im richtigen Zeitpunkt. Wir müssen im richtigen Zeitpunkt A drücken, okay, weil ich Bescheid, danke schön. Ja, nicht schlecht. Und nochmal, komm, schaffen wir jetzt. Und ja, die Zug war okay. Shit. Wie gesagt, ich habe Mario fast nie spielt, also kann ich euch jetzt mal sagen, ich habe es einfach nie als Figur gespielt, das Mario Dingsbums da. Aber gut. Und wie gesagt, ich habe Golf und Baseball habe ich gar nicht gespielt. Ich habe nur Tennis, Reiten und Fußball gespielt, also ohne euch blind. Also ohne euch habe ich das blind gespielt. Und Baseball und Golf habe ich, wie gesagt, noch gar nicht gespielt, dann könnt ihr euch auch überraschen lassen, wie ich darauf auch reagiere, auf die Sportarten. Und wie es mir gefallen, darauf könnt ihr auch euch drauf freuen. Super nice. War okay doch, war okay. So, jetzt reicht mal mit der Übung, komm. Oder ist okay jetzt? Ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht, warum geht es nicht weiter hier, was so war ja. Warum geht's hier weiter? Warum denn nicht? Warum nicht? Ist doch nicht wahr. Ist nicht wahr. Dann drück drauf. Ja, geht nicht. Ist egal. Ah, shit.
Ja, ich glaube, das ist nicht so meine Sportart hier. Sobald sich die SP-Liste gefüllt hat, kannst du dich bisher tatsächlich einsetzen. Okay. Oh mein Gott, schon wieder schlecht. Wann drücke ich drauf? Okay, jetzt nicht. Wann drücke ich drauf? Wann drücke ich denn drauf? Weiß ich gar nicht. Nochmal kurz zusammengefasst. Drücke ich jetzt auch mal eine spezielle Technik. Okay, danke. Ja, ja. Ah, okay. Ich habe verstanden. Okay, ja, ja. Ich hatte ja. Das war's jetzt mit der Erklärung. Okay, das war gut. Drücke als Schlagmann A oder B, um einen Ball innerhalb deines Schwungbereichs zu schlagen. Verschiebe jetzt deine Schwungbereich mit Hilfe von Schiebepad. Ich bin gespannt. Ja, sehr gut, freut mich. Drücke A, um mit einem kräftigen Schwung einen Ball innerhalb des roten Bereichs zu schlagen und B, um einen Ball zu erwischen, der sich innerhalb desselben Abschnitts befindet. Das Schlag gelingt dir besser, wenn du den Fußball genau in der Mitte des Schwungbereichs erwischst. Egal ob mit Hilfe von A oder B, schiebe den Schwungbereich mit Hilfe von Schiebepad. Ah, okay, gut. Drücke im richtigen Moment. Ah, okay, mach ich. Komm mal her. Ah, okay. Strike. Okay, ich verstehe schon. Juhu, geschafft. Das war ganz gut, das war ganz gut, Bio. Homurai. Danke, vielen Dank für die Begrüßung. Und jetzt, bam. So spät, okay. Ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Müsst ihr mir nicht immer Milliarden mal erklären, dann reicht auch einmal. Und ab knack knack. Komm nochmal, und ab knack knack. Ja, das war ganz gut. Irgendwas trinken, ich wünsche euch guten Trost und guten Drink an alle, die ihr zuschauen. Und ja, viel Spaß haben dabei. Shit, zu spät. Ja, viel Spaß dabei. Guten Drink nochmal. Let's go. Dankeschön für die Begrüßung, du komischer Mensch da hinten, der in der Hintergrund Sachen ausspricht, die ich nicht verstehe, aber was soll's. Mit Hilfe von L und R kannst du den Schwungbereich beschieben, um auch Bälle schlagen zu können, die sonst nicht erreichen können werden. So, aber ich habe es genug geübt und ich habe es genug geübt. Ah, okay. Ah, okay, ich verstehe schon. Ah, okay. Fair. Mit Hilfe von Spezialtechniken ganz ausgewöhnliche Aktionen möglich. Sie sind verfügbar, sobald sich die SP-Liste gefüllt hat. Bram, bram, ich weiß Bescheid. Dankeschön. Los. So, sobald du SP wie auch immer gefüllt ist, kannst du X anstatt von A und B drücken, um eine Spezialtechnik auszuführen. Like. Okay.
What? Ich verstehe es nicht. Sobald die SP-Leiste gefüllt ist, kannst du X anstatt von A und B drücken. Ah, okay. X. Aber ich habe X drücken. Doch. Ah, doch. Okay. Ich muss mehr was drücken. Okay, ich verstehe es nicht. Ich habe halt vorhin auch X gedrückt, aber ich habe halt nicht einmal gedrückt. Ich habe nämlich nur zweimal gedrückt. Man muss, glaube ich, nur einmal mehrmals drücken. Oder man muss einfach ganz mit mehrmals X drücken. Kann auch sein, dass ich mehrmals X drücken muss. Was soll's. So, das war jetzt die Baseball-Erklärung. Ich würde sagen, wir reiten jetzt noch eine Runde hier. Und dann ist auch für der Part, für der Folge hier das Ende. Geneigt. Ja. Die Runde spielen wir jetzt eben ganz kurz hier mit Birdo wie immer. Wie fast immer, wie gesagt. Und jetzt geht's sofort los. Wir machen einfach jetzt eine kleine Runde noch hier mit Birdo. Und wir reiten mit unserem Pferd, das wir ausgewählt haben, über die Saftgrünfarben 2. Let's go. Einfach so Spaß. Genau, Birdo. Komm, diesmal schaffen wir's. Wir sind keine Loser. Komm, schaffen wir's. Jo! Ach du meine Güte, ey. Super, super, danke. So, wow, das war nicht schlecht, aber gut. Zweiter, ja, okay, zweiter ist okay, aber trotzdem, ich hab egal, hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt, was soll's. Ich würde sagen, ein Gignola und genialer Part, genialer und genüsslicher Part. Bis zum nächsten Mal, ich hab euch so doll lieb. Bis zum nächsten Mal, ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht heute, mit dem Augen zuzuschauen. Bis zum nächsten Mal und ich hab euch lieb. Ciao, Leute.